doch nochmal! Und haltet die Fresse! Du kommst damit nicht durch, das weißt du, oder? Her mit der Tasche! Schau dich doch mal um. Der Bus ist umstellt. Im Umkreis von 5 Kilometern sind über Straßensperren, die letzten durchkommen. Das Geld kannst du ja nicht ausgeben. Die Scheine sind doch markiert. Das ist mir scheißegal, gib mir die Tasche! Das macht ja nichts. Ist doch nichts passiert. Ist niemand verletzt, verstehst du? Jetzt kannst du noch zurück. Wenn du jetzt aufgibst, dann kommst du raus aus der Drache. Wenn nicht, bist du im Arsch. Aber das weißt du ja selber, oder? Also, komm, gib mir die Waffe. Gibst du mir. Ich kann nicht aufgeben. Dafür ist es zu spät. Gib mir die Tasche! Gib mir die Tasche! Sehr schön. Stefan, alles gut? Was hab ich dir denn getan? Alles gut. Komm her. Ja, ich würde mich gern kurz mit Ihnen unterhalten. Selbstverständlich. Oberkommissar Maybach. Kriminalrat Müller. Sagen Sie, sind Sie mit dem Mythos von Achill vertraut? Wie bitte? Achill. Achilleus. Der Unbesiegbare, der Bezwinger von Troja. Entschuldigung, ich weiß gerade nicht genau, worauf Sie... Als Achill in den Krieg gegen die Trojaner ziehen sollte, zog ihm seine Mutter Frauenkleider an, versteckte ihn als Mädchen, in der Hoffnung, dass Odysseus ihn nicht erkennen würde. Wissen Sie, was Odysseus tat? Nee. Er zog Achills Schwert und Schild hervor. Da verriet er sich. Denn als Ruhm und Ehre riefen, konnte er sich nicht länger verleugnen. Also ich hatte schon viele Spitznamen, aber Achill war bisher nicht dabei. Könnten Sie sich vorstellen, für die UNO in New York zu arbeiten? Was? Es ist durchaus möglich, als deutscher Polizist für die Vereinten Nationen zu arbeiten. Sie würden dadurch weder Ihre Pensionsansprüche verlieren, noch Ihren Dienstgrad. Im Gegenteil. Eine Gehaltserhöhung und Beförderung wäre Ihnen sicher. Sie würden unter anderem als Ausbilder in Krisengebiete entsandt werden oder interne Ermittlungen leiten. Ich würde Sie sehr gern vorschlagen. Sie meinen das ernst, oder? Voll und ganz. Mal angenommen, ich wäre interessiert an dem Angebot, dann müsste ich nach New York ziehen, oder? Naja, im Vergleich zu Leipzig natürlich eine Provinzstadt, aber... Nein, ich meine, ich müsste, also so einen Schritt müsste ich ja vorher mit meiner Familie abklären. Natürlich. Ich gebe Ihnen ein bisschen Bedenkzeit. Ach, Maybach, lassen Sie nicht zu, dass Trautschke Ihnen Frauenkleider anzieht, ja? Ich pass auf. Entschuldigung. Wenn man vom Teufel spricht, hm? Ja. Na dann. Hajo. Ja, ich bin sofort da. Bis gleich. Die Geiseln in Sicherheit. Ja, was habe ich verpasst? Patrick Brenner, 35 Jahre alt, wurde heute Morgen hier erstochen aufgefunden. Mhm. Ist der Sohn von Theodor Brenner. Muss man ihn kennen? Brenner und Söhne, Anwaltskanzlei. Und der Alte steht in dem Ruf, dass er gern die Wahrheit zu seinen Gunsten verdreht. Aha. Ja, und die Nachbarin, die hat gestern Nacht gesehen, dass Patrick Brenner mit einer großen blonden Frau in seine Wohnung gegangen ist. Wir haben ein Glas mit Lippenstiftspuren gefunden. Die Tatwaffe fehlt leider. Raubüberfall. Ich denke, das können wir ausschließen. Es wurde nichts durchwühlt, die Computer, Wertsachen, ist alles noch da. Der Täter hat 5-mal zugestochen, dabei wurde vermutlich die Lunge perforiert. Brenner ist verblutet. Sieht erstmal alles nach einer Affekttat aus. Ach ja, und in der Tatnacht war noch in einem Club. Den Stempel kann man hier noch gut am Handgelenk erkennen. Partyprinz. Wie Partyprinz? So heißt der Club. Der Partyprinz. So. Ich kenne den Stempel. Alles okay? Brauchst du was? Nein, alles gut.
Du fährst mit Tom jetzt in die Anwaltskanzlei von dem Brenner. Und Ina geht heute Abend in den Club. Vielleicht gibt es ja jemand, der nach irgendwas, dem irgendwas aufgefallen ist. Okay. Und du? Ich bin der Chef. Ich gehe ins Büro. Frau Jakobsen, ich fürchte, wir müssen sofort mit ihm sprechen. Wollen Sie vielleicht einen Kaffee? Nee. Oder doch lieber Tee? Nein, auch nicht. Es kann leider nicht warten. Hey! Entschuldigung. Herr Brenner, hier sind zwei Herren von der Polizei, die Sie sprechen möchten. Herr Dr. Brenner, entschuldigen Sie die Störung. Mein Name ist Maybach, das ist mein Kollege Kowalski. Tag. Es geht um Ihren Sohn Patrick. Wir haben ihn heute Morgen tot in seiner Wohnung aufgefunden. Herr Dr. Brenner? Ich bin zutiefst erschüttert. Karl, rufst du das Bestattungsunternehmen an? Das wird nicht nötig sein. Der Leichnam befindet sich vorerst in der Gerichtsmedizin. Entschuldigung, es tut mir leid, aber wir hatten da noch ein paar Fragen an Sie. Mein Sohn und ich sind beide geschockt. Ich denke daher nicht, dass wir Ihnen bei den Ermittlungen weiterhelfen können. Bitte respektieren Sie das. Das tun wir. Es ist nur so, dass gerade in den ersten Stunden daran... Herr Maybach, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Wir wollen jetzt allein sein. Also bitte. Sie haben meinen Vater gehört. Meinen Vater nicht falsch verstehen. Patrick hat ihn schwer enttäuscht. Aber mein Vater hat ihn sehr geliebt. Also eigentlich sollte Patrick die Kanzlei übernehmen, Brenner und Söhne. Aber Patrick hatte dazu keine Lust. Was hat er stattdessen gemacht? Er nannte sich einen digitalen Bohemierer. Mein Vater nannte ihn einen Schmarotzer. Die Wahrheit, die liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Digitaler Bohemian. Ja, er war die ganze Zeit auf Face-to-Face. Ich glaube, er hat dort in einer Woche mehr Bekanntschaften gemacht als ich in meinem Leben. So weit ich weiß, vor allem weibliche. Patrick hat eine Tochter, Laura. Und seine Frau? Inzwischen seine Ex-Frau, Judith. Wir haben ihre Fingerabdrücke in Patrick Brenners Wohnung gefunden. Natürlich. Patrick war schließlich mein Bruder. Wir waren sehr verschieden und das war auch gut so. Ich meine, ich habe jetzt den Job, den er nie wollte. Unser Verhältnis war entspannt. Wieso haben wir denn überhaupt Ihre Fingerabdrücke in unserer Datei? Ich habe mir mit 19 das Auto meines Vaters geliehen, war angetrunken und bin in eine Polizeikontrolle geraten. Naja, so die halbe Wahrheit. Ihr Vater hat das Auto als gestohlen gemeldet und Sie 3 Tage in Haft sitzen lassen. Mein Vater liebt mich und Patrick und auch Laura. Er hat manchmal Schwierigkeiten, das auszudrücken. Patrick hat das wahrscheinlich nie so richtig verstanden. Ja, danke, Herr Brenner. Das war sehr aufschlussreich. Der Partyprinz hat offenbar einen seiner wichtigsten Kunden verloren. Brenner war fast jeden Abend da. Immer mit wechselnder Begleitung, aber alle Frauen waren groß und blond. Groß und blond, das ist ein bisschen vage. Was mit der Ex-Frau? Ja, die hat sich wahrscheinlich wegen Face-to-Face von ihm scheiden lassen. Bitte was? Face-to-Face, ein soziales Netzwerk. Karl Brenner hat erzählt, dass sein Bruder alle seine Kontakte darüber geknüpft hat. Wir brauchen also das Profil von Patrick Brenner. Das habe ich hier. Der war ziemlich aktiv auf Face-to-Face, aber um alle seine Nachrichten lesen zu können, brauchen wir die Zugangsdaten zum Profil. Wenn es schnell gehen soll, könnte ich mich einhacken. Soll ich das machen? Wenn es nicht anders geht. Ja, dann tust doch einfach. Bist du sonst nicht so schüchtern? Ich habe Herrn Trautschke gefragt. Ich meine, es geht um die Privatsphäre des Toten. Ja, der Mann wurde ermordet. Ja, und gerade deswegen sollte man ihn vielleicht respektieren. Oh, Entschuldigung. Leni? Also ich finde es respektvoller, seinen Mörder zu finden. Außerdem, darf ich mal? Ich meine, der Mann hat wie viel? 4.512 Freunde. Also ich meine, hallo, wo ist denn da bitte die Privatsphäre? Also ich teile nicht alles mit meinem Bekanntenkreis. Eigentlich müsste man die Zugangsdaten über die Seite anfordern. Ja, dann machen wir das.
Getränk? Ja, ich weiß, er ist so groß und so teuer, aber er ist so schön. Und ich finde, wir können uns auch mal was gönnen. Ich weiß nicht, du. Wie? Du freust dich ja gar nicht. Gefällt er dir nicht? Der gefällt mir ja auch. Darum geht's doch gar nicht. Okay, ich habe auch schon alles organisiert. Er wird nächste Woche geliefert und Papa hilft uns bei der Montage. Hört sich auch super an. Nein, dann ist ja alles super. Du willst ihn doch nicht. Klar will ich den Schrank. Der Schrank ist toll. Aber ich habe ein Angebot bekommen aus New York. Heute Morgen. Hast du nicht? Doch, habe ich. Du, pass auf, ich muss Schluss machen. Ich erklär dir das alles heute Abend in Ruhe, ja? Ja, ja, ja. Tschüss. Na, was hast du denn zu verbergen? Ich? Wieso ich? Du bist doch derjenige, der mir was zu verbergen hat. Keine Vorstrafen und offenbar auch keine Geldsorgen. Aber er hat den Prozess um das Sorgerecht für seine Tochter am Laufen. Wow. Was? Hier. Patrick Brenner scheint ein ziemlich wütender Mensch gewesen zu sein. Der hat alle 10 Minuten irgendwas gepostet und meistens waren das Beleidigungen. Ich weiß gar nicht, wann er geschlafen haben will. Und in seinem Bekanntenkreis sind fast nur Frauen. Ja und? Die Hälfte davon ist groß und blond. Wie Ine. Toll. Bringt uns auch nicht weiter. Moment, eine Dame hat er wirklich gar nicht gemocht. Hier, der hatte die Pinnwand zugepflastert und sie dann aus dem Bekanntenkreis geworfen. War die auch groß und blond? Groß und blond und in einem Sorgerechtsstreit. Judith Brenner. Patricks Ex-Frau. Bitte. Karl, mein Schwager hat mich vorhin schon angerufen. Ziehen Sie um? In einer anderen Woche ziehen meine Tochter und ich nach England. Ich habe ein Jobangebot aus London. Wir werden dort ganz neu anfangen. Alles hinter uns lassen. Da Ihr Ex-Mann jetzt tot ist, bekommen Sie das alleinige Sorgerecht, nicht wahr? Ich hätte das Sorgerecht auch so bekommen. Patrick hat auf die Besuchszeiten Patrick hat sich nie an die Besuchszeiten gehalten. Und er hat auch keine Alimente gezahlt. Er hat sich einen Dreck um uns geschert. Wo waren Sie denn gestern Nacht? Hier. Kann das jemand bestätigen? Nein, Laura hat bei einer Freundin übernachtet und ich habe noch bis 2 Kisten gepackt. Sie wollen doch nicht behaupten, dass ich irgendwas mit seinem Tod zu tun habe. Naja, im Internet hat er kein gutes Haar an Ihnen gelassen. Wie ein Teenager. Lächerlich. Es gibt Leute, die nehmen öffentliche Beleidigungen sehr ernst. Das ist nur Internet. Das kann man abschalten. Patrick hat aber dafür gelebt, wie viele Leute seine Fotos mochten und wie groß sein Bekanntenkreis war. Er hat dann scheiß Geld für Partys ausgegeben. Und irgendwann hat er mehr mit meinem Profil kommuniziert als mit mir. Entschuldigung. Hallo, Schatz. Hallo. Na, wie war's in der Schule? Schön. Ja? Ich hab Besuch. Hallo. Hallo. Du musst Laura sein. Ja. Sie holen Laura von der Schule ab? Wenn ich kann. Jemand muss Laura abholen und da Patrick verhindert ist, mache ich das. Und was machen Sie hier? Sie müssen jeder Spur nachgehen. Blödsinn. Sie können das beurteilen? Judith ist unschuldig. Sie und Laura haben das Recht auf einen Neuanfang. Wir sind alle geschockt und wenn Sie also keine Vorladung haben, würde ich Sie auffordern zu gehen. Darf ich das Opa schenken? Ach, Schatzi, der Opa hat doch schon so viele. Für dich. Das für mich? Ja. Hast du das gemeint? Ja. Wer ist denn da drauf? Das ist Opa, das bin ich. Das ist Papa. Oh, dankeschön, da freue ich mich aber. Und jetzt gehen Sie. Die beiden haben doch was miteinander. Ach. Wahrscheinlich hat Patrick Brenner das rausgefunden und dann haben die beiden gemeinsam sich überlegt, dass... Das ist doch scheiße. Was? Vielleicht ist Judith Brenner einfach eine Mutter, die das Beste für ihre Tochter will. Und ihr Schwager Karl möchte den beiden helfen. Aber wir sehen überall immer gleich Drama und Motive und Verdächtige. Wir haben doch überhaupt keinen Respekt mehr vor der Privatsphäre der Leute. Ey, warte mal. Willst du das jetzt wegschmeißen? Natürlich nicht. Die Frau ist hochverdächtig. Vor Gericht führt sie einen Sorgerechtsstreit und kurz nachdem ihr Ex-Mann ermordet wurde, will sie nach London. Sie hatte einfach Angst, das Sorgerecht nicht zu bekommen.
Theodor Brenner, der Vater von Patrick, hat ihn in diesem Sorgerechtsstreit vertreten. Und er hat seit 10 Jahren keinen Prozess mehr verloren. Hm. Ihre Lippenstiftprobe ist jetzt zum Materialabgleich im Labor. Bald werden wir wissen, woran wir bei ihr sind. Kann ich euch kurz mal was zeigen? Was? Krass. Hättet ihr die Güte, uns aufzuklären? Patrick Brenner gibt es 2-mal. Jemand hat seine Seite dupliziert, jemand, der ihn offensichtlich nicht mochte. Und das Interessante ist, der falsche Brenner hat Beleidigungen auf die Profile der Bekannten des echten Brenners gepostet. Außerdem ist er dubiosen Seiten beigetreten. Und das alles offensichtlich, um ihn fertig zu machen. Ja, und wie geht das? Naja, die Sicherheitssysteme der sozialen Netzwerke sind nicht besonders ausgefeilt. Wenn du die URL eines Profils knackst, dann... Schon gut, aber wer war das? Das müssen wir erstmal über die IP-Adresse rausfinden. Ja, dann tut das. Können wir denn feststellen, wer Judith Brenner beleidigt hat? Also, ob es der echte oder der falsche Brenner war? Ist das denn wichtig? Sie war davon überzeugt, dass ihr Ex-Mann sie beleidigt hat. Ändert also nichts an ihrem Motiv. Ja, stimmt. Also, kümmert euch um den zweiten Brenner. Mhm. Hauptkommissar Krautschke. Ja? Ah, Herr Brenner. Ich würde Ihnen gern was zeigen. Ja, bitte. Antrag auf Umgangsrecht. Warum soll mich das interessieren? Wie gut kennen Sie sich in Sorgerechtsangelegenheiten aus? Gott sei Dank überhaupt nicht. Sehen Sie, selbst wenn meine Schwiegertochter das alleinige Sorgerecht im laufenden Prozess errungen hätte, was nicht gesagt ist, hätte sie mit meinem Enkelkind nicht nach England reisen können. Denn mein Sohn hätte nach wie vor mit diesem Antrag ein Anrecht darauf gehabt, sein Kind regelmäßig zu sehen, zum Wohle des Kindes. Jetzt schauen Sie mal die letzte Seite an. Tja, nicht unterschrieben. Ja, dafür hat sie gesorgt. Wer? Ja, Judith Brenner. Natürlich. Patrick hatte heute einen Termin bei mir, wollte den Antrag unterschreiben. Und wenn er unterschrieben hätte, dann hätte Ihre Schwiegertochter mit dem Kind nicht nach England ziehen dürfen. Und deswegen hat sie ihren Sohn umgebracht. Mir fällt es jedenfalls schwer, da an einen Zufall zu glauben. Diesen Antrag wollte Patrick Brenner heute unterschreiben, aber dazu ist er nicht mehr gekommen. Woher hast du den? Und Theodor Brenner, der war hier im Präsidium. Sag mal, geht's dir gut? Ja, ja, bestens. Bestens. Bist du sicher? Du schwitzt ja total. Mir geht's super. Judith Brenner... Ja, komm, jetzt setz dich erstmal. Brauchst du einen Schluck Wasser oder sowas? Ich brauche eine Vorladung für Judith Brenner und zwar sofort. Ja, ist ja gut. Reagier doch nicht gleich so empfindlich. Ich bin nicht empfindlich. Ihr Vater klagt gegen Frau Brenner im Sorgerechtsstreit und Sie vertreten sie jetzt hier. Gibt es keinen Interessenkonflikt? Nein, schließlich geht es hier nicht um den Sorgerechtsstreit. Da bin ich nicht so sicher. Diesen Antrag konnte Ihr Ex-Mann nicht mehr unterschreiben. Sie müssen zugeben, dass Ihnen das zumindest gelegen kommt. Von dem Antrag weiß ich nichts. Wollen Sie uns erzählen, dass Patrick Ihnen nichts davon gesagt hat? Und Ihr Schwager auch nicht? Darauf musst du nicht antworten. Ihr Ex-Mann hat nach Wegen gesucht, ihn zu schaden. Im Internet ist er nicht weitergekommen. Aber dieser Antrag hier hätte Ihre Jobaussichten in London zunichte gemacht. Er hätte das Recht gehabt, seine Tochter regelmäßig zu sehen. Patrick war das Sorgerecht scheißegal. Der hätte sich nie die Mühe gemacht, um Laura zu kämpfen. Warum hat er dann überhaupt geklagt? Die Klage war Theodors Idee. Dieses Arschloch, entschuldige, aber dieses Arschloch tut so, als sei Laura sein Kind. Wenn Sie sonst nichts gegen meine Mandantin vorzubringen haben, dann würden wir jetzt gehen. Wir haben keine DNA-Spuren von Frau Brenner am Tatort gefunden. Sie lassen sie gehen? Sie lassen die Mörderin meines Sohnes gehen? Es liegt absolut nichts gegen Frau Brenner vor. Papa, Judith ist unschuldig. Du verteidigst diese Schlampe und fällst mit den Rücken... Jetzt reicht's aber, Herr Brenner.
Zuerst nimmst du mir meinen Sohn und jetzt mein Enkelkind. Ich hab dir gar nichts genommen. Das warst du ganz allein. Papa, ich hab doch... Was hast du? Was? Ha? Du bist still! Und du wunderst dich, dass du so einsam bist? Aber meine Tochter bekommst du nicht. Das lasse ich nicht zu. Judith, wir gehen besser. Ja. Sabine. Ich mache mir gerade große Sorgen um meinen Freund. Ach. Ja, der hat in letzter Zeit immer so Herzrasen und Atembeschwerden. Wird ihm auch manchmal schwarz vor Augen? Ja, ich glaube schon. Und wie lange hat denn dieser Freund die Symptome schon? Das weiß ich doch nicht. Naja, so richtig seit heute früh. Mach dich mal frei. Setz dich. Oh, kalt. Tief atmen. Ja, die Symptome sind zu allgemein, da kann ich keine Diagnose stellen. Außerdem schlägt dein Herz ja noch. Du fällst gar nicht in mein Spezialgebiet. Aber du musst irgendwas machen können. Ja, ich könnte dir Blut abnehmen. Das dauert ein paar Tage, bis die Ergebnisse da sind. Du musst ganz gut aufpassen, Mario. Wieso? Ja, es könnte sein, dass es eine tödliche Krankheit ist, gegen die es überhaupt kein Heilmittel gibt. Was? Das Alter. Ich renne hier rum wie ein Bekloppter. Ich suche dich überall. Ich meine, kannst du aber irgendwie einen Ton sagen, wenn ich... Ich war kurz im Innenhof schnappen. Das ist der einzige Ort, wo ich dich nicht gesucht habe. Ja. Wir haben rausgefunden, wer Patrick Brenners Profil dupliziert hat. Ach, und? Friederike Jakobsen, Brenners Sekretärin. Jakobsen? Ja, ich weiß, besonders blond sieht die nicht aus. Ja, reden sollten wir trotzdem mit ihr. Ja. Machst du das? Warum haben Sie Patrick Brenners Profil dupliziert? Ich hätte gern noch einen Kaffee. Brenners Profil wurde von Ihrer IP-Adresse her dupliziert. Wieso wollten Sie sich heute Morgen nicht mit mir unterhalten? Frau Jakobsen! Was mache ich denn falsch? Ich wollte doch einfach nur einen Kaffee mit Ihnen trinken. Es geht um einen Mordfall. Ich dachte, es geht um Profil. Ja, bei Face-to-Face, dass Sie gefälscht haben. Aber Mensch, das kann doch jeder gewesen sein. Da kann sich doch irgendjemand in meinen Computer reingehackt haben. Und dieser jemand soll ganz zufälligerweise auch eine Verbindung zu Patrick Brenner gehabt haben. Das wollen Sie mir jetzt erzählen. Ina, geh du mal rein. Wieso? Jan macht das doch. Du siehst doch, er kommt nicht weiter. Vielleicht bin ich es ja, die verfolgt wird. Haben Sie daran schon mal gedacht? Jetzt hören Sie mir mal zu, ihr hier. So, Frau Jakobsen. Ist Ihnen kalt? Nein, nicht so. Na. Der ist so dick von mir. Was denn? Was soll denn das? Ich hab alles im Griff. Ja, nur sei mal nicht so empfindlich. Bin ich empfindlich? Sie haben also Patrick Brenners Profil nicht dupliziert. Zum 100. Mal? Nein. Und in der Tatnacht waren Sie? Zu Hause. Was aber niemand bestätigen kann. Außer Kitty. Wer ist Kitty? Meine Katze. Ihr Pullover ist schön. Ist das Kaschmir? Der ist total süß. Gestern im Club hatten Sie den Pulli aber nicht an, oder? Nein. Frau Jakobsen. Patrick hat mich geliebt. Er wusste es einfach nur noch nicht. Ich hab's aber gewusst. Und woher haben Sie das so genau gewusst? Er hat mich doch geküsst. Auf der Faschingsfeier. Wir haben Bode getrunken. Wir haben gelacht. Wir,
Wir haben uns so richtig gut verstanden. Und dann hat er mich geküsst. Richtig geküsst. Aber? Patrick war einfach noch nicht so weit. Als er am nächsten Tag ins Büro gekommen ist, da hat er mich ausgelacht. So betrunken kann er doch gar nicht gewesen sein. Deswegen haben Sie sein Profil dupliziert. Ich wollte mich entschuldigen in dem Club. Aber Patrick war schon da. Mit einer anderen Frau. Groß, blond. Sie haben zusammen getanzt. Das habe ich nicht ausgehalten. Und da sind Sie zu ihm nach Hause gefahren? Nein, da bin ich zu mir nach Hause gegangen. Was aber niemand bestätigen kann, außer Kitty. Patrick konnte doch nichts dafür bei dem Vater. Bei dem Vater? Was meinen Sie damit? Ja, Brenner hat ihn verachtet. Patrick hat sich einfach nie untergeordnet. Er war frei. Er hat sich nichts vorschreiben lassen. Beiden haben sich ständig gestritten. Vor allem um Geld. Die hat doch mindestens eine bipolare Persönlichkeitsstörung. Die ist nicht wahnsinnig. Die ist nur wahnsinnig einsam. Lieb du mal jahrelang allein. Also ich finde die schon creepy. Ach, das versteht ihr nicht. Seid ihr viel zu jung. Was, die ist genauso alt wie ich. Aber sie ist keine Mörderin. Dürfen wir dann trotzdem einen DNA-Gleich anordnen, ja? Danke. Ich sag richtig Bescheid. Ups. Ich habe da was gefunden. Ein Freund von Patrick hat ihn gerade auf diesen Fotos hier verlinkt. Was gelinkt? Verlinkt. Wenn jemand ein Foto von dir gemacht hat, dann kann er deinen Namen auf diesem Foto markieren und dann wird das bei dir schon auf deinem gut, Profil... Schon gut, aber die müssen doch wissen, dass er tot ist. Na, solange wir sein Profil am Leben halten und als Patrick ständig online sind, da sieht er für alle sehr lebendig aus. Die Fotos hier sind aus der Tatnacht. Ich habe rausgefunden, welches Profil zu der Frau gehört. Hier. Silvia ist heute Abend voraussichtlich auch wieder im Partyprinz. Jedenfalls hat sie eine Einladung von so einem Typen mit einem Stimme-zu-Sternchen bestätigt. Und hat die einen Nachnamen? Den haben die wenigsten Profile. Gibt's was Neues? Allerdings. Wir zwei gehen heute Abend den Partyprinz ein bisschen feiern. Ach. Quatsch. Wie? Tom und ich gehen dahin. Ja, das wüsste ich aber. Ja, auf uns wartet niemand zu Hause. Ihr habt Kinder. Also wir beide gehen. Und ich komme mit. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Wieso? Ich habe die Spur gefunden und ich habe auch keine Kinder. Du bist überhaupt nicht ausgebildet für Außeneinsätze, hm? Also ich fände es super, wenn Olivia mitkommt. Na, ich meine mal im Ernst, also für den Einsatz ist sie ja nur besser ausgebildet als du, oder? Das ist sehr witzig. Ich habe gesagt, nein! 7 Morde, 28 Vergewaltigungen, 420 Einbrüche. Im Monat? Nee, diese Woche. Und heute ist erst Freitag. Das ist wahrscheinlich Quatsch, oder? New York. Was sollen wir denn da? Ja, was soll ich da? Kriegst du jetzt Schiss? Was? Wie viele Leute bekommen so ein Angebot? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das ist eine Riesenchance für dich. Und wenn du das willst, dann kriegen wir das hin. Ich finde da bestimmt auch irgendwas. Ist ja immerhin die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten. Absolut. Aber der Schrank kommt mit. Was für ein Schrank? Also klar? Was? Ob alles klar ist? Du siehst super aus.
Hallo? Hajo! Das Glas. Ist alles okay? Das Glas. Was? Das Glas! Hajo, alles gut? Ja. Wo ist das Glas? Oh, Scheiße. Das glaube ich jetzt nicht. Ja, zu schade, dass ich für Außeneinsätze nicht ausgebildet bin. Gute Arbeit. Der muss hier sein. Morgen werde ich. Nein. Wenn Trautschke. Wie frühstücken auch nicht. Braucht ihr wieder so ein Müsli, ey? Was? Laura Brenner ist heute Morgen nicht in der Schule angekommen. Ist Laura hier? Laura? Nein. Wieso? Wir müssen Ihr Vater sprechen. Der ist heute Morgen nicht gekommen. Wo ist Ihr Vater hin? Ich weiß es nicht. Sie wohnen doch mit ihm zusammen. Ich war heute Nacht bei meiner Freundin. Deswegen der Glitzer. Was? Na, Sie haben da so ein bisschen Glitzer im Gesicht. Nenne die andere Seite. Hören Sie, Laura Witzel hat heute Morgen vermisst. Ihr Vater hat alles getan, um zu verhindern, dass sie nach England geht. Wo hat er sie hingebracht? Laura kann doch überall sein. Wo denn zum Beispiel? Ich weiß es nicht. Was sind das, Weihnachtsbäume hier? Es könnten auch Palmen sein. Palmen, Blumen. Schmetterlinge. Raus! Alle beide! Der Botanische Garten? Das könnte sein. Hajo, wir haben Sie. Wo gehen wir denn jetzt hin? Mama! Ich habe mir so Sorgen gemacht. Ganz furchtbar finden, wenn man mir meine Enkelin wegnehmen würde. Und ich glaube, ich würde mit allen Mitteln versuchen, das zu verhindern. Sie haben Patrick gedrängt, diesen Sorgerechtsstreit zu führen. Und vor allem, dass er seine Alimente bezahlt. Das hat er abgelehnt. Und deswegen haben Sie sich mit ihm gestritten. Ich habe bei Patrick alles falsch gemacht. Ich konnte nie mit ihm reden. Er hat mich verachtet. Leute wie Patrick haben mich immer verachtet. Diese Schmarotzer. Aber wenn es das eigene Kind ist, das tut weh. Trotzdem, ich würde ihn nicht. Er war doch mein Sohn. Ich habe ihn sogar dafür bezahlt, dass er um das Sorgerecht kämpft. Ich habe Judith belastet für Laura, dass sie bei mir bleibt. Bei ihr wollte ich alles wieder gut machen. Ich wollte mit ihr doch nur ein letztes Mal zusammen sein. Wirklich. Das war dann garantiert auch das letzte Mal. Wollen Sie machen? Herr Rettig? Ich habe jetzt den Materialabgleich der Lippenstifte. Ja und? Also, der Lippenstift vom Tatort ist identisch mit dem Lippenstift vom Glas aus dem Club. Und die Fingerabdrücke habe ich auch schon. Wollen Sie das dann alles zusammen oder soll ich... Ja, natürlich. Schießen Sie los. Also, am Glas sind tatsächlich Fingerabdrücke.
Na, so weit waren wir schon. Was ist denn jetzt? Es sind die Fingerabdrücke von Karl Brenner. Herr Brenner, wir müssen Sie kurz sprechen. Bitte. Macht der Gewohnheit. Wir haben Laura gefunden. Sie war tatsächlich im Botanischen Garten. Na, Gratulation. Ihr Vater war übrigens bei ihr. Mein Vater... Ja, er wollte noch ein letztes Mal Zeit mit ihr verbringen. Es geht ihr gut. Herr Brenner, mit wem waren Sie gestern Abend in dem Club? Was? In welchem Club? Im Partyprinz. Woher? Mit niemandem. Nicht mit Ihrer Freundin? Bei meiner Freundin war ich später. Verstehe. Wir konnten die Mörderin Ihres Bruders identifizieren. Sie? Wer? Sie haben gestern Abend ein Glas mit ihr getrunken. Ich? Oder wie kommen Ihre Fingerabdrücke sonst auf Ihr Glas? Ich habe gestern... Die Blondine? Oh Gott, meinen Sie, die ist jetzt hinter mir her? Erst Patrick und jetzt ich, aber... Wer kann denn das sein? Wieso? Ich nehme an, Silvia hat sich hier noch abgeschminkt, ja? Kennen Sie eigentlich den Mythos von Achill? Herr Brenner? Ich wusste schon immer, dass ich anders bin. Nicht wie Patrick oder mein Vater. Zu weich. Ich habe versucht, das zu ignorieren, dagegen zu kämpfen, aber das ging nicht. Erst im Netz bei Face to Face, da habe ich mich getraut. Silvia ist, wer ich bin. Es ging auch alles gut, bis... mein Bruder Patrick in dem Club auftauchte. Ich bin ihm nach Hause gefolgt. Ich wollte mit ihm reden. Aber Patrick hat gedroht, es unserem Vater zu erzählen. Er wollte mich bloßstellen. Patrick hat das genossen. Endlich zeigt der Streber sein wahres Gesicht. Er war unerbittlich. Wir haben uns gestritten, er hat mich ausgelacht.
Und da habe ich zugestochen. Immer und immer wieder. Er hat mir Silvia genommen. Alles, was ich bin. Warum waren Sie gestern noch mal in dem Club? Silvia war verliebt. Zum ersten Mal. Und gestern Abend, da wollte er sie treffen. Ich konnte nicht widerstehen. Nimm die Hände weg. Nimm die andere Kiste. Verdammt. Wirklich schwer. Ja. Ja, das ist schön. Okay, bis dann. Tschüss. Wer war das? Papa. Er hat gefragt, wann er kommen soll. Wegen des Schranks. Weißt du eigentlich, was man in New York am Miete bezahlt? Und die Schulen, weißt du, was die kosten? Die Krankenkasse, die ist bestimmt auch teuer. Und was machen wir mit Hajo? Naja, New York ist nicht gerade um die Ecke. Nee. Aber so eine Chance kommt nur einmal. Ich weiß. Fresse! Du kommst damit nicht durch, das weißt du, oder? Ja, mit der Tasche! Schau dich doch mal um. Der Bus ist umstellt. Im Umkreis von 5 Kilometern sind überall Straßensperren, die wir nicht durchkommen. Und das Geld kannst du ja nicht ausgeben. Die Scheine sind doch markiert. Das ist mir scheißegal, gib mir die Tasche! Das macht ja nichts. Ist doch nichts passiert. Ist niemand verletzt, verstehst du? Jetzt kannst du noch zurück. Wenn du jetzt aufgibst, dann kommst du raus aus der Sache. Wenn nicht, bist du im Arsch. Aber das weißt du ja selber, oder? Also, komm, gib mir die Waffe. Gibst du mir. Ich kann nicht aufgeben. Dafür ist es zu spät. Gib mir die Tasche! Gib mir die Tasche! Sehr schön. Stefan, alles gut? Hab ich dir wehgetan? Alles gut. Komm her. Ja, ich würde mich gern kurz mit Ihnen unterhalten. Selbstverständlich. Oberkommissar Maybach. Kriminalrat Müller. Sagen Sie, sind Sie mit dem Mythos von Achill vertraut? Wie bitte? Achill, Achilleus, der Unbesiegbare, der Bezwinger von Troja.
Entschuldigung, ich weiß gerade nicht genau, worauf Sie... Als Achille in den Krieg gegen die Trojaner ziehen sollte, zog ihm seine Mutter Frauenkleider an, versteckte ihn als Mädchen in der Hoffnung, dass Odysseus ihn nicht erkennen würde. Wissen Sie, was Odysseus tat? Nee. Er zog Achilles Schwert und Schild hervor. Da verriet er sich. Denn als Ruhm und Ehre riefen, konnte er sich nicht länger verleugnen. Also ich hatte schon viele Spitznamen, aber Achille war bisher nicht dabei. Könnten Sie sich vorstellen, für die UNO in New York zu arbeiten? Was? Na, es ist durchaus möglich, als deutscher Polizist für die Vereinten Nationen zu arbeiten. Sie würden dadurch weder Ihre Pensionsansprüche verlieren, noch Ihren Dienstgrad. Im Gegenteil. Eine Gehaltserhöhung und Beförderung wäre Ihnen sicher. Sie würden unter anderem als Ausbilder in Krisengebiete entsandt werden oder interne Ermittlungen leiten. Ich würde Sie sehr gern vorschlagen. Sie meinen das ernst, oder? Voll und ganz. Mal angenommen, ich wäre interessiert an dem Angebot, dann müsste ich nach New York ziehen, oder? Naja, im Vergleich zu Leipzig natürlich eine Provinzstadt, aber... Nein, ich meine, ich müsste, also so einen Schritt müsste ich ja vorher mit meiner Familie abklären. Natürlich. Ich gebe Ihnen ein bisschen Bedenkzeit. Ach, Maybach, lassen Sie nicht zu, dass Trautschke Ihnen Frauenkleider anzieht, ja? Ich pass auf. Entschuldigung. Wenn man vom Teufel spricht, hm? Ja. Na dann. Hajo. Ja, ich bin sofort da. Bis gleich. Geiseln in Sicherheit? Ja, was habe ich verpasst? Patrick Brenner, 35 Jahre alt, wurde heute Morgen hier erstochen aufgefunden. Aha. Ist der Sohn von Theodor Brenner. Muss man ihn kennen? Brenner und Söhne, Anwaltskanzlei. Und der Alte steht in dem Ruf, dass er gern die Wahrheit zu seinen Gunsten verdreht. Aha. Ja, und die Nachbarin, die hat gestern Nacht gesehen, dass Patrick Brenner mit einer großen blonden Frau in seine Wohnung gegangen ist. Wir haben ein Glas mit Lippenstiftspuren gefunden. Die Tatwaffe fehlt leider. Raubüberfall. Ich denke, das können wir ausschließen. Es wurde nichts durchwühlt, die Computer, Wertsachen, ist alles noch da. Der Täter hat 5-mal zugestochen, dabei wurde vermutlich die Lunge perforiert. Brenner ist verblutet. Sieht erstmal alles nach einer Affekttat aus. Ach ja, und in der Tatnacht war noch in einem Club. Den Stempel kann man hier noch gut am Handgelenk erkennen. Partyprinz. Wie Partyprinz? So heißt der Club. Der Partyprinz. So. Ich kenne den Stempel. Alles okay? Brauchst du was? Nein, alles gut. Du fährst mit Tom jetzt in die Anwaltskanzlei von dem Brenner. Und Ina geht heute Abend in den Club. Vielleicht gibt es ja jemanden, der noch irgendwas, dem irgendwas aufgefallen ist. Okay. Und du? Ich bin der Chef. Ich gehe ins Büro. Frau Jakobsen, ich fürchte, wir müssen sofort mit ihm sprechen. Wollen Sie vielleicht einen Kaffee? Nee. Oder doch lieber Tee? Nein, auch nicht. Es kann leider nicht warten. Hey! Entschuldigung. Herr Brenner, hier sind zwei Herren von der Polizei, die Sie sprechen möchten. Herr Dr. Brenner, entschuldigen Sie die Störung. Mein Name ist Maybach, das ist mein Kollege Kowalski. Tag. Es geht um Ihren Sohn Patrick. Wir haben ihn heute Morgen tot in seiner Wohnung aufgefunden. Herr Dr. Brenner? Ich bin zutiefst erschüttert. Karl, rufst du das Bestattungsunternehmen an? Das wird nicht nötig sein. Der Leichnam befindet sich vorerst in der Gerichtsmedizin. Entschuldigung, es tut mir leid, aber wir hatten da noch ein paar Fragen an Sie. Mein Sohn und ich sind beide geschockt. Ich denke daher nicht, dass wir Ihnen bei den Ermittlungen weiterhelfen können. Bitte respektieren Sie das. Das tun wir. Es ist nur so, dass gerade in den ersten Stunden daran... Herr Maybach, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Wir wollen jetzt allein sein. Also bitte. Sie haben meinen Vater gehört. Ich muss mit Ihnen reden. Ja, kommen Sie rein. Sie
dürfen meinen Vater nicht falsch verstehen. Patrick hat ihn schwer enttäuscht. Aber mein Vater hat ihn sehr geliebt. Also eigentlich sollte Patrick die Kanzlei übernehmen, Brenner und Söhne. Aber Patrick hatte dazu keine Lust. Was hat er stattdessen gemacht? Er nannte sich einen digitalen Bohemier. Mein Vater nannte ihn einen Schmarotzer. Die Wahrheit, die liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen. Digitaler Bohemian. Ja, er war die ganze Zeit auf Face-to-Face. Ich glaube, er hat dort in einer Woche mehr Bekanntschaften gemacht als ich in meinem Leben. Soweit ich weiß, vor allem weibliche. Patrick hat eine Tochter, Laura. Und seine Frau? Inzwischen seine Ex-Frau Judith. Wir haben ihre Fingerabdrücke in Patrick Brenners Wohnung gefunden. Natürlich. Patrick war schließlich mein Bruder. Wir waren sehr verschieden und das war auch gut so. Ich meine, ich habe jetzt den Job, den er nie wollte. Unser Verhältnis war entspannt. Wieso haben wir denn überhaupt Ihre Fingerabdrücke in unserer Datei? Ich habe mir mit 19 das Auto meines Vaters geliehen, war angetrunken und bin in eine Polizeikontrolle geraten. Naja, so die halbe Wahrheit. Ihr Vater hat das Auto als gestohlen gemeldet und Sie 3 Tage in Haft sitzen lassen. Mein Vater liebt mich und Patrick und auch Laura. Er hat manchmal Schwierigkeiten, das auszudrücken. Patrick hat das wahrscheinlich nie so richtig verstanden. Ja, danke, Herr Brenner. Das war sehr aufschlussreich. Der Partyprinz hat offenbar einen seiner wichtigsten Kunden verloren. Brenner war fast jeden Abend da. Immer mit wechselnder Begleitung, aber alle Frauen waren groß und blond. Groß und blond, das ist ein bisschen vage. Was mit der Ex-Frau? Ja, die hat sich wahrscheinlich wegen Face-to-Face von ihm scheiden lassen. Bitte was? Face-to-Face, ein soziales Netzwerk. Karl Brenner hat erzählt, dass sein Bruder alle seine Kontakte darüber geknüpft hat. Wir brauchen also das Profil von Patrick Brenner. Das habe ich hier. Der war ziemlich aktiv auf Face-to-Face, aber um alle seine Nachrichten lesen zu können, brauchen wir die Zugangsdaten zum Profil. Wenn es schnell gehen soll, könnte ich mich einhacken. Soll ich das machen? Wenn es nicht anders geht. Ja, dann tust doch einfach. Bist du sonst nicht so schüchtern? Ich habe Herrn Trautschke gefragt. Ich meine, es geht um die Privatsphäre des Toten. Der Mann wurde ermordet. Ja, und gerade deswegen sollte man ihn vielleicht respektieren. Oh, Entschuldigung. Leni? Also ich finde es respektvoller, seinen Mörder zu finden. Außerdem, darf ich mal? Ich meine, der Mann hat wie viel? 4.512 Freunde. Also ich meine, hallo, wo ist denn da bitte die Privatsphäre? Also ich teile nicht alles mit meinem Bekanntenkreis. Eigentlich müsste man die Zugangsdaten über die Seite anfordern. Ja, dann machen wir das. Jan, ich habe den Schrank gekauft. Schrank? Ich weiß, er ist so groß und so teuer, aber er ist so schön. Und ich finde, wir können uns auch mal was gönnen. Ich weiß nicht, du. Wie? Freust dich ja gar nicht. Gefällt er dir nicht? Der gefällt mir ja auch. Darum geht's doch gar nicht. Okay, ich habe auch schon alles organisiert. Er wird nächste Woche geliefert und Papa hilft uns bei der Montage. Nein, dann ist ja alles super. Du willst ihn doch nicht. Klar will ich den Schrank. Der Schrank ist toll. Aber ich habe ein Angebot bekommen aus New York. Heute Morgen. Hast du nicht? Doch, habe ich. Du, pass auf, ich muss Schluss machen. Ich erkläre dir das alles heute Abend in Ruhe, ja? Ja, tschüss. Na, was hast du denn zu verbergen? Ich? Wieso ich? Du bist doch derjenige, der mir was zu verbergen hat. Patrick Brenner hatte keine Vorstrafen und offenbar auch keine Geldsorgen. Aber er hatte einen Prozess um das Sorgerecht für seine Tochter am Laufen. Wow. Was? Hier. Patrick Brenner scheint ein ziemlich wütender Mensch gewesen zu sein. Der hat alle 10 Minuten irgendwas gepostet und meistens waren das Beleidigungen. Ich weiß gar nicht, wann er geschlafen haben will. Und in seinem Bekanntenkreis sind fast nur Frauen. Ja und? Die Hälfte davon ist groß und blond. Wie Ine. Toll. Bringt uns auch nicht weiter. Moment. Eine Dame hat er wirklich gar nicht gemocht.
Hier, der hatte die Pinnwand zugepflastert und sie dann aus dem Bekanntenkreis geworfen. War die auch groß und blond? Groß und blond und in einem Sorgerechtsstreit. Judith Brenner. Patricks Ex-Frau. Bitte. Karl, mein Schwager, hat mich vorhin schon angerufen. Ziehen Sie um? In einer anderen Woche ziehen meine Tochter und ich nach England. Ich habe ein Jobangebot aus London. Wir werden dort ganz neu anfangen. Alles hinter uns lassen. Da Ihr Ex-Mann jetzt tot ist, bekommen Sie das alleinige Sorgerecht, nicht wahr? Ich hätte das Sorgerecht auch so bekommen. Patrick hat auf die Besuchszeiten Patrick hat sich nie an die Besuchszeiten gehalten. Und er hat auch keine Alimente gezahlt. Er hat sich einen Dreck um uns geschert. Wo waren Sie denn gestern Nacht? Hier. Kann das jemand bestätigen? Nein, Laura hat bei einer Freundin übernachtet und ich habe noch bis 2 Kisten gepackt. Sie wollen doch nicht behaupten, dass ich irgendwas mit seinem Tod zu tun habe. Naja, im Internet hat er kein gutes Haar an Ihnen gelassen. Wie ein Teenager. Lächerlich. Es gibt Leute, die nehmen öffentliche Beleidigungen sehr ernst. Das ist nur Internet. Das kann man abschalten. Patrick hat aber dafür gelebt, wie viele Leute seine Fotos mochten und wie groß sein Bekanntenkreis war. Er hat dann Scheißgeld für Partys ausgegeben. Und irgendwann hat er mehr mit meinem Profil kommuniziert als mit mir. Entschuldigung. Hallo, Schatz. Hallo. Na, wie war's in der Schule? Schön. Ja? Ich hab Besuch. Hallo. Hallo. Du musst Laura sein. Ja. Sie holen Laura von der Schule ab? Wenn ich kann. Jemand muss Laura abholen und da Patrick verhindert ist, mache ich das. Und was machen Sie hier? Sie müssen jeder Spur nachgehen. Blödsinn. Sie können das beurteilen. Judith ist unschuldig. Sie und Laura haben das Recht auf einen Neuanfang. Wir sind alle geschockt und wenn Sie also keine Vorladung haben, würde ich Sie auffordern zu gehen. Darf ich das Opa schenken? Ach, Schatzi, der Opa hat doch schon so viele. Für dich. Das ist für mich? Ja. Hast du das gemeint? Ja. Wer ist denn da drauf? Das ist Opa, das bin ich. Und das ist Papa. Oh, Dankeschön, da freue ich mich aber. Und jetzt gehen Sie. Die beiden haben doch was miteinander. Wahrscheinlich hat Patrick Brenner das rausgefunden und dann haben die beiden gemeinsam sich überlegt, dass... Das ist doch scheiße. Was? Vielleicht ist Judith Brenner einfach eine Mutter, die das Beste für ihre Tochter will. Und ihr Schwager Karl möchte den beiden helfen. Aber wir sehen überall immer gleich Drama und Motive und Verdächtige. Wir haben doch überhaupt keinen Respekt mehr vor der Privatsphäre der Leute. Ey, warte mal. Willst du das jetzt wegschmeißen? Natürlich nicht. Die Frau ist hochverdächtig. Vor Gericht führt sie einen Sorgerechtsstreit und kurz nachdem ihr Ex-Mann ermordet wurde, will sie nach London. Sie hat einfach Angst, das Sorgerecht nicht zu bekommen. Theodor Brenner, der Vater von Patrick, hat ihn in diesem Sorgerechtsstreit vertreten. Und er hat seit 10 Jahren keinen Prozess mehr verloren. Hm. Ihre Lippenstiftprobe ist jetzt zum Materialabgleich im Labor. Bald werden wir wissen, woran wir bei ihr sind. Kann ich euch kurz mal was zeigen? Was? Krass. Hättet ihr die Güte, uns aufzuklären? Patrick Brenner gibt es zweimal. Jemand hat seine Seite dupliziert, jemand, der ihn offensichtlich nicht mochte. Und das Interessante ist, der falsche Brenner hat Beleidigungen auf die Profile der Bekannten des echten Brenners gepostet. Außerdem ist er dubiosen Seiten beigetreten. Und das alles offensichtlich, um ihn fertig zu machen. Ja, und wie geht das? Naja, die Sicherheitssysteme der sozialen Netzwerke sind nicht besonders ausgefeilt. Wenn du die URL eines Profils knackst, dann... Schon gut, aber wer war das? Das müssen wir erstmal über die IP-Adresse rausfinden. Ja, dann tut das. Können wir denn feststellen, wer Judith Brenner beleidigt hat? Also, ob es der echte oder der falsche Brenner war? Ist das denn wichtig? Sie war davon überzeugt, dass ihr Ex-Mann sie beleidigt hat. Ändert also nichts an ihrem Motiv. Ja, stimmt. Also, kümmert euch um den zweiten Brenner. Mhm. Hauptkommissar Krautschke. Ja? Ah, Herr Brenner. Ich würde Ihnen gern was zeigen. Ja, bitte. Ja. Antrag auf Umgangsrecht. Warum soll mich das interessieren? Wie gut kennen Sie sich in Sorgerechtsangelegenheiten?